Kiermaier. Voller Energie. Hallo und herzlich willkommen aus der Festung an der Draht zum 25. Spieltag der Eishockey-Oberliga Süd. Heute mit der Partie zwischen dem Deggendorfer SC und den Blue Devils Weiden. Jetzt Nikola Sauer im Vorcheck, Puck landet bei Tor! Hitli! 1:0! Der war jetzt überraschend, ging sehr schnell. Pass von Liam Blackburn auf Mark Hitli, der elegant, wie man es ihm gar nicht zutrauen würde, hier den Schlussmann Jaroslav Hübel vernascht und mit der Rückhand zur frühen Deggendorfer Führung einnetzt. Hier sehen wir es nochmal. Pass auf Hitli, der geht auf die Rückhand. Und ja, lässt dann eigentlich alle Alters ziehen. Zweite Spielminute. Tor für Deggendorfer. Da steht Hitli viel zu frei vor dem Weidler Tor. Klärungsversuch bleibt hängen. Aber jetzt im zweiten Versuch bleibt wieder hängen. Puck landet bei Martin Heinisch. Der trifft zum Ausgleich. Riesenbock. Sage ich jetzt mal, in der Deggendorfer Defensive bringen wir die Scheibe zweimal nicht raus. Martin Heinisch sagt Danke und versenkt den Puck zwischen den Beinen von Timo Pillmann. Ja, hier sehen wir es. Ja, der zweite Klärungsversuch von René Röttke, der leider wieder schief ging. Das war der erste. Ja. Und dann mit viel Platz überwindet er Timo Pillmann. Ja, wie bereits in den ersten Aufeinandertreffen beider Teams in Deggendorf. Die Blue Devils jetzt natürlich gut, dass man die schnelle Antwort gefunden hat. Aber jetzt kommt der Gelegenheit über Nikola Sauer. In der Mitte ist Mark Hitli, der kriegt die Scheibe und scheitert an Jaroslav Hübel, der hier schnell auf die andere Seite rüberkommt. Die erste Gelegenheit, das Überzahlspiel ja, aufzuziehen und erste gefährliche Situation. Heinisch mit zwei guten Möglichkeiten. Nikola Sauer macht sich hier bereit. Blackburn kommt an die Scheibe auf Hitli. Jetzt gute Möglichkeit, aus der Drehung Schuss abgibt. Timo Pillmann lässt prallen, Puck weiterhin bei den Weinern. Ja, Jack Bessen jetzt im Alleingang, scheitert an Timo Pillmann. Und Tor! In den Winkel, Jack Bessen mit dem Führungstreffer. Ja, versucht ja mal spitzer Winkel. Eins zu zwei aus Deggendorfer Sicht. Ja, äußerst präzise. Sie jetzt wieder in Scheibengewinn. Puck geht raus, Elia Ostwald hat die Scheibe mit dem gefährlichen Pass auf Röttke, der bedient. Auf Michurka, der bedient Röttke. Jetzt Aram Schüsse setzt sich jetzt gut durch, kann den Schuss anbringen, scheitert. Aber jetzt Riesenchance vor dem Tor. Timo Pillmann fährt gerade noch so den Schwung aus. 2 gegen 1 Chance jetzt für die Blue Devils erneut. Über Siller. Philipp Siller, der hat hier viel Platz, spielt in die Mitte und da ist das 3:1. Da muss Rubisch nur noch den Schläger hinhalten. Leeres Tor. Sehen wir nochmal 2 gegen 1. Philipp Siller hat hier viel Platz. Dann spielt er den Pass quer. Und ist wirklich kein Problem mehr. Er hat den Platz und er hat auch die nötige Ruhe, ja, dass er sich hier nicht zum Schuss zwingen lässt. Ja, Mark Hitli gibt zwar nochmal alles, kommt aber nicht mehr zurück. Jetzt gute Bewegung. Außen kommt Martin Podeschwar, der findet die Lücke und scheitert knapp am kurzen Eck. Der hier das Vorchecking einleitet. Und hier sieht man auch, ja, bringt die Weidner doch in Bedrängnis. Mit der Rückhand vors Tor. Und Michulka scheitert an Hübel. Passversuch jetzt auf Andre Puschewin. Der spielt die Scheibe tief auf Thomas Greilinger. Der bleibt an der Scheibe. Findet Michulka, der verzieht. Puck jetzt über außen auf Nikola Sauer, der mit Tempo ins Drittel kommt. Nimmt den Abschluss, Abpraller.
Puck geht knapp über das Tor. Gekommen wäre, verpasst hier knapp. Scheibe landet bei Timo Pielmeier. Der spielt den Puck auf Chad Bessen und Pielmeier macht seinen Fehler wieder gut im 1 gegen 1 gegen Chad Bessen, den Topscorer der Blue Devils. Oh, jetzt schöner langer Pass. Alleine vor Pielmeier und Pielmeier hält mit dem Schoner. Chad Bessen, wenn der einfach tief spielt, jetzt ist Sicherheit gefragt. Ja. Keine unnötigen, riskanten Aktionen. Und jetzt kommt noch der Anschlusstreffer zum 2:3. Schön gespielt. Puck geht nach außen auf Martin Podeschwer, der spielt die Scheibe vors Tor. Niklas Jentsch hält den Schläger hin und fälscht unhaltbar für Jaroslav Hübel zum 2:3. Da ist das Lebenszeichen, Raffi, das wir jetzt die ganze Zeit gesucht haben. Gut zu Ende gespielt, mal den Raum geschickt genutzt. Jentsch zieht gut zum Tor, hält dann den Schläger hin. Schauen wir mal, ob jetzt das Lebenszeichen noch rechtzeitig kommt oder schon zu spät. 20 Sekunden. Viel Platz jetzt auf der Seite. Röpke geht durch. Und was für ein Save. Rettet hier seine Mannschaft. Ja, in letzter Sekunde, sagen wir mal so. Schuss. Ja, und. Oh, und da war sie nochmal die Riesenchance für den DSC. Aber die Blue Devils Weiden bringen das Ergebnis über die Zeit. Der DSC ist zu spät aufgewacht, kann nicht mehr profitieren von der Schlussoffensive. Zwar reicht es noch für den 2:3 Anschlusstreffer durch Niklas Jentsch, aber die 3 Punkte gehen in die Oberpfalz an die Blue Devils Weiden. Biermeier, voller Energie.